Von den Maßnahmen, die kürzlich zur Eindämmung der Pandemie beschlossen worden sind, ist auch die Fitnessbranche betroffen. Wie bei den zurückliegenden Corona-bedingten Schließungen wird man im Sportpark Zwickau kurzerhand eine Idee wieder zum Leben erwecken. Obwohl keine Gäste mehr zum Training in den Sportpark kommen dürfen, haben die trotzdem die Möglichkeit, die verschiedensten Einheiten zu absolvieren. Am gestrigen Nachmittag liefen die Vorbereitungen, um genau das vorzubereiten, was noch in dieser Woche starten wird. Verabredet waren wir mit Dr. Sven Zeisler vor Ort. Ja, Sven, heute wieder hier im Sportpark. Herzlich willkommen zu unseren letzten drei Serien zum Thema Fit at Home. Dann wird es der Sommer sein und dann hoffen wir, haben wir diese ganze Pandemie-Problematik hinter uns gelassen. Wir erinnern uns, bis Mai diesen Jahres haben wir die gemeinsamen Kurse gemacht. Dann konntet ihr endlich wieder eure Mitglieder in den Sportpark lassen. Wie ist es euch seitdem ergangen? Ja, glücklicherweise sind wirklich ganz, ganz viele wieder zurückgekommen, also fast keiner ist zu Hause geblieben. Es waren nur viele dankbar über die Kurse, die wir ja über TV Westsachsen eben sehen konnten. Die haben gesagt, Mensch, das war so toll, dass wir was mitmachen konnten und die Aktivität behalten können. Das haben wir gemerkt. Wir haben aber eben auch gemerkt, dass diejenigen, die nichts gemacht haben, wirklich ein richtiges Loch gefallen sind. Und mittlerweile gibt es von überall auf der Welt Studien, die eben genau das bestätigt haben, dass die Motorik, das Herz-Kreislauf-System vieles schlechter wurde bei denen, die eben nichts gemacht haben. Und genau das wollen wir logischerweise umgehen. Das darf nicht nochmal passieren. Und eben auch bei Corona-Patienten, die eben Luftprobleme oder ähnliches haben, die ziehen sich ja wirklich sehr, sehr lang. Das merken wir auch bei uns in der Therapie, dass die Leute eben wirklich mit Sport weitaus besser zurechtkommen und auf alle Fälle viel, viel länger leben können. Jetzt sind wir natürlich wieder in diese prekäre Situation gekommen, dass ihr nichts machen dürft, eure Mitglieder nicht hierher kommen dürfen. Und da war es ganz toll, dass ihr uns angerufen habt und gesagt, hey, lasst uns wieder was zusammen machen. Ja, klar. Das kann nur so sein, wenn man das Herz hat für das Thema Sport und sieht, wie ältere, jüngere Leute mit Erkrankungen regelmäßig Sport machen und wie gut die wieder werden, dann kann man nur sagen, so eine kurze Lücke, wie wir sie jetzt eben vor uns haben, die muss überbrückt werden. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann bewegen wir einfach Zwickau und die Zwickauer werden einfach gesünder. Jetzt fragen wir Susanne, was er da so mit uns vorhabt. Jawohl. Haben Sie in der Vergangenheit das gemeinsame Sportprogramm verfolgt, dann ist Ihnen sicher Susanne Drescher aufgefallen. Natürlich ist auch sie diesmal wieder mit dabei. Ja, Susanne, du warst ja diejenige, die hier auch immer vorgeturnt hat. Es hat ja auch immer Spaß gemacht. Du hast es mit Herzblut gemacht. Und wie gehen wir die Sache denn diesmal an? Ja, wir werden es wieder parallel wie beim letzten Mal schon handhaben. Na, ihr seid auf uns zugekommen, habt gefragt, ob wir wieder diesen sportlichen Part mit übernehmen können, um halt Zwickau fit zu halten. Und da haben wir gesagt, gar keine Frage. Natürlich wollen wir die Zwickauer fit halten. Wir werden das wieder zweimal am Tag machen, einmal im Vormittagsbereich und einmal im Abendbereich. Bewegt werden wieder Themen wie Yoga, Pilates, Zumba, Bodypump. Also da ist ganz viel dabei und auch für jeden Geschmack etwas. Dann werden wir uns mit den Zeiten noch explizit abstimmen und werden das unseren Zuschauern mitteilen. Genau, das werden wir tun. Natürlich werden bei euren Gästen auch die Fragen aufkommen, wie erreiche ich euch und wie wird es denn weitergehen? Wie können sie euch kontaktieren? Ja, also wir haben auch schon wie bei der letzten Studioschließung natürlich eine Info-Hotline bei uns. Also wir sind telefonisch von Montag bis Freitag erreichbar. Und zwar immer in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Ansonsten können die Leute sehr gerne unsere Website besuchen, da finden sie Infos. Und natürlich für die Gesellschaft, die auch mit Instagram und Facebook aktiv ist, die finden dort auch fast täglich Infos. Man neigt euch an, ihr brennt für die Sache und wir werden das gemeinsam diesmal wieder reißen. Das machen wir. Ja, haltet euch fit. 2,5 Wochen, dann sehen wir uns wieder live hier. Deswegen macht bei den Kursen mit. Haltet euch fit. Bis dann, fühlt euch gedrückt.